Bastian Schweinsteiger ist zurück. Seit der EM lief der 95-malige Nationalspieler nicht mehr im Trikot mit dem Adler auf. Beim FC Bayern ist er aber in bestechender Form und gehört dort zu den wenigen Unrotierbaren. Mit den WM-Qualifikationsspielen gegen Irland und Schweden soll Schweinsteiger wieder zu der altbekannten Konstante im DFB-Team werden. In den ersten Jahren hat er nie ein Länderspiel verpasst. Und ich habe das so häufig erlebt, wo er auch Schläge abbekommen hat. Er hat einfach ein großes Herz, er hat eine große Leidenschaft. Und ich finde gerade auch immer toll, wie Basti sich da reinhängt, trotz des unglaublichen Pensums, was er da in den letzten 8 bis 10 Jahren auch immer gefahren hat. Doch das Wiedersehen mit der Nationalmannschaft geht nicht ohne Nebengeräusche über die Bühne. Der Grund? Schweinsteigers Kritik am fehlenden Teamgeist während der Europameisterschaft. Der 28-Jährige kann die Aufregung jedoch nicht verstehen. Also es war meine Wahrnehmung, wie ich auf dem Platz war natürlich. Und so habe ich das auch dann auch gemeint und auch gesagt. Und wir haben miteinander schon gesprochen, auch der Bundestrainer weiß davon. Und ich will ja auch nichts Schlechtes. Ich will ja auch, dass wir besser werden, dass wir das letzte Rad umdrehen können, dass das auch gut läuft, dass wir dann auch gegen die großen Mannschaften bei Turnieren dann auch gewinnen und dass wir auch noch einen Schritt weiterkommen. Viele Experten machten das Scheitern bei der EM an Schweinsteigers nicht auskurierter Verletzung fest. Für den Mittelfeldakteur unverständlich. Für ihn zählen vielmehr die mitunter spektakulären Leistungen, ob mit den Bayern oder der Nationalmannschaft. Leider ist es so, dass dann ein bisschen der allgemeine Respekt fehlt. Ich finde es sehr schade. Ich glaube, dass es nicht gerecht war alles, aber leider ist es so mal hier. Ich weiß nicht, wo es irgendwo geschrieben steht, dass man alle Spiele gewinnen muss. Es gibt andere Länder und Mannschaften, die auch Spiele gewinnen wollen, die auch großes Potenzial haben. Und es ist nicht einfach, alle zu schlagen. Gegen Irland wird der heimliche Anführer als Kapitän auflaufen. Philipp Lahm fehlt gesperrt. Als Führungsfigur, Antreiber und ordnende Hand im deutschen Spiel ist Schweinsteiger nun besonders gefordert, auch im eigenen Interesse, um die bitteren Niederlagen der vergangenen Saison zu vergessen.